Hallo Leute, das ist mein vierter Fortschrittsvideo, endlich. Und heute ist mein 113. Tag. Will ich ein bisschen über meine Experience, Erfahrungen reden und zu zeigen ein bisschen, zeigen kurz, wie mein Deutsch ist jetzt. Und ich habe mein Kurs gemacht habe, mein Kurs für Deutsch Aussprachen, und diesen Monat werde ich diese Kurs endlich veröffentlichen. Ich werde endlich diese Kurs veröffentlichen, und ja, werde ich ein bisschen über mein Sommer reden. Ich war in Deutschland, ich war in Köln, Hamburg, Berlin und auch München. Ich war in München für eine Woche, und ich war auch in Portugal. Wie sagt man das? Richtig. Portugal. Portugal. Richtig. Portugal. Ich war auch in Portugal für eine Woche. Ich war auch in London zweimal. Und ja, ich war auch am Ende von die Sommer war ich in bin ich in Ukraine gegangen. Kiew. Die Ukraine. Ukraine gegangen. Die Ukraine, ja. Die Ukraine. Ja, okay, ja. Bin ich in die Ukraine. Nicht die andere Ukraine, aber die. Gibt es viele Ukrainer in dieser Welt, und ich war in die Ukraine für einen Monat. Für zwei Wochen. Hm. Und endlich bin ich in Türkei gegangen. Die Türkei. Man. Nicht die Türkei von die Thanksgiving Meal. Nee. Nicht die Türkei von deinem Sandwich von heute, aber die Türkei. Siehst du? Ja. Sehr wichtig. Zwischen sehr wichtig. Europa und Asien und Europa. Diese Türkei. Die Türkei. Ja, ich war dort für eine Woche in Istanbul, und jetzt bin ich in Chile. Ich bin weiter in Chile. Und ja, ich bin jetzt in Valparaiso und bleibe ich hier für einen Monat. Ich habe eine coole Wohnung. I can show you a little bit. Oh my. Ach, ich habe so viele. Ich weiß nicht, wie ich hier connected to my laptop. Kannst du mein Bella Lista sehen? Cool, also ich bin hier für Nassis Manuel, mein Kleine. Also. Und ich bin hier für einen Monat für etwas für Startup Chile, und dann ich fahre nach Köln für diese Köln Karneval. Ich war zweimal in Rio Karneval, und Annalena hat gesagt, dass der deutsche Karneval sogar besser. Das glaube ich nicht, aber werden wir sehen. Wie ist dort? Cool, kannst du ein bisschen reden über die Köln Karneval? Was ist das für die Leute, das nicht kennen? Also es ist eigentlich das gleiche wie in Brasilien, aber es ist eigentlich im Februar, eigentlich Februar oder März, aber am 11.11. im November, 11. November, da ist die Eröffnung, like der erste Tag von Karneval. Es ist nur ein einziger Tag. Und dann müssen wir ganz lange warten, und dann ist erst wieder im Februar. Und da es nur ein Tag ist, rasten alle komplett aus, und es ist so eine übelste Party und mega cool. Und ja, du wirst schon sehen, es ist besser als in Rio. Ich war noch nie in Rio, aber es ist bestimmt besser als in Rio. Okay, also du kannst nicht judge, aber kann ich vergleichen, vergleichen. Aber ich kann vergleichen, ja. Ich bin die Idauze. Nein, du warst noch nie in Köln. Ich bin der Idauze, und ich kann ihn. Die andere Idauze kann ich nicht okay. vergleichen, aber ich bin der Idauze, also ich kann nicht vergleichen, cool. Aber wie funktioniert dort? Ist das like wie Rio mit alle die Costumes und aber andere Kostüme natürlich, weil in Deutschland ist es kalt und in Rio ist es heiß. Also es ist ein großer Unterschied. Ja, sehr großer Unterschied. Okay, gut. Also es ist kalt, und man muss Kostüme anziehen, und dann geht man auf die Straßen, und dann trinkt man Bier und tanzt
zu Musik und es gibt Musik, die, also mit kölschen Texten, die gibt es nur in Köln. Das ist ganz cool. Kölsche Texten? Was ist Ja. Kölsche Texten? Also, wir reden ja Deutsch, aber wir haben einen eigenen Dialekt, Ah ja, Kölsch. cool. Ja, und die Lieder sind auf Kannst du Kölsch. mal ein bisschen, kannst du etwas von kölschen Texten reden? Ich singe im nächsten Video, singe ich was vor. Cool, werden wir sehen. Also danke. Danke, Annalena, für deine Hilfe. Ja, Gibt's? du bist so hilfreich. Ja. Ja, bitteschön. Kein Und Problem. danke, Leute, für mein Video gucken. Ich glaube, dass ich werde noch einmal ein Video machen, nach einem Monat, wenn ich Köln, vielleicht during, wie sagt man auf Deutsch, during Köln fahren. Während. Während? Während. Während. Wie vielleicht während die Köln Festival, Köln Karneval? Ja, vielleicht während der Köln Karneval zu euch zeigen, wie es ist. Ja, und vielleicht kann ich ein bisschen mehr reden, ein bisschen weniger Fehler machen und ein bisschen sicherer ausdrücken. Ja? Stimmt, sehr gut. Okay. Tschüss! Hey, tschüss. Warum ich Deutsch lernen mit Please don't cut this.